2. So, hier zerstört man alle Mobs beim ersten Mal, wenn man die Ebene betritt, ganz einfach. Ich nehme jetzt einen Tapferkeitsumhang, damit es ein bisschen schneller geht. Wie man per Hand pullt, erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall wird jetzt hier erstmal alles zerstört, gekillt oder wie auch immer. Hierbei müsst ihr noch gar nichts beachten, außer dass wirklich alle Bogies etc., die gemein vor dem Namen stehen haben, tot sind. Sobald dies dann passiert ist, könnt ihr schon mal mit, oder während ihr die kloppt, wie auch immer, könnt eure Charmy schon mal ganz unten hinlaufen auf der Minimap. Das nennt man auch den Süden oder unten oder Safe Zone, je nachdem. Und am besten ganz an die Wand. Das heißt, wenn euch ein MDT anschreibt, an die Wand, dann heißt das, dass ihr in den Süden an die Wand gehen sollt. Das wäre dann hier. So, gleich kommt der Spawn, um den es sich eigentlich dreht, der wichtig ist. Dann bufft ihr euch hier jetzt im Süden einmal durch mit eurer Charmy und euren Fertigkeiten. Und wenn ihr noch Zeit habt, auch für die anderen. Oder wenn die anderen eine Charmy spielen, könnt ihr natürlich alle buffen. Ich spiele jetzt hier die Charmy selber, deswegen buff ich nicht immer alle. So, jetzt kommt der Spawn. Jetzt werde ich noch einmal zeigen, dass man hier auch gut mit Tapferkeitsumhängen ziehen kann. Dazu nehmt ihr einfach euer Pferd oder ohne Pferd oder Kampftiger oder wie auch immer, was ihr da nutzt. Geht in die Mitte und aktiviert den Umhang, dann kommen die alle zu euch und dann könnt ihr die wieder runterhauen. Jetzt das Wichtige ist, die Bogenschützen, die Gemeinen, die droppen einen sogenannten Schlüsselstein. Dieser Schlüsselstein entfernt die Siegel, das sind diese Statuen, die da um euch rumstehen. Sobald der Schlüsselstein gedroppt ist, ich habe das hier im Zeitraffer, deswegen sieht man nicht, wenn er droppt, lauft ihr zu dem Siegel ganz, ganz oben. Und da zieht ihr das nicht irgendwie auf sowas, sondern einfach unten schön zentral drauf. Man zieht es auf die oberste Säule und danach auf die nächstoberen, damit, wenn man zum Beispiel einen Spawn verpasst und unter Zeitdruck steht, das auf die nahegelegenste Säule, wenn man gezogen hat, ziehen kann. Das ist also nur ein kleiner Tipp, es ist nicht Pflicht, aber es hilft, wenn man unter Zeitdruck steht. So, jetzt geht man wieder hier hin, lässt sich durchbuffen. Der Spawn ist auch schon da. Und wenn man jetzt per Hand pullt, dann läuft man ein Tucken weiter innen als der Übergang von grün zu rot, wenn ihr auf den Boden guckt. Und dann wieder zurück zur Säule, ungefähr hierhin. Dann kommen auch die Mobs, die sieht jetzt so aus, als ob die da nur so doof rumstehen. Aber die werden jetzt noch kommen. Guck, da kommen sie schon. Und ja, so pullt man halt per Hand. Wenn ihr das alleine nicht schafft, dann kann einer links rum, einer rechts rum laufen, wenn er das mit Zweien macht oder ihr schluckt Sambos oder weiße Taus oder wie auch immer. Ja. Und Bogi-Klopper, also Leute, die mit euch die Bogis kloppen, sind natürlich auch hilfreich. So, jetzt Schlüsselstein, das gleiche Prinzip. Wieder auf die Säule ziehen dann. Also ist eigentlich nicht so schwer, den DT zu begreifen. Es braucht vielleicht ein bisschen Übung, bis es alles fluppt, aber wenn es einmal drin ist, dann schafft er das auch und immer in der Zeit. Ja, das war's auch zum hier MDT auf der Siegelebene sein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Video geschnitten habe, deswegen eigentlich müsste jetzt eine Ausblendung kommen und dann zur nächsten Ebene schon. Ja, kommt auch gleich, sehe ich gerade. Auf der nächsten Ebene müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr wieder alle Monster töten, nur eins nicht, den Dämonenkönig. Der muss wirklich, und der muss als letzter stehen bleiben. Und ja, da kommen wir auch jetzt zu.